Ja, leck mich am Arsch. Team Skull hat eine ganze Stadt eingenommen. Wir sind mal wieder dabei, Team Skull herauszufordern und mal das Ganze wieder zu glätten. Die Wogen wieder zu glätten und alles wieder gut zu machen. Ja, seid gegrüßt zu meinem 43. Part Pokémon Sonne. Zu dem 43. Part Pokémon Sonne mit dem Zwergfürst. Wir haben gleich ein neues Item, Topschutz. Ja, wie es aussieht, werden wir heute möglichst weit in das Innere der Team Skull Hochburg hier hineindringen. Team Skull hat hier wirklich alles ramponiert. Hier ist eine Laterne ohne Laterne, also eine Laterne ohne Spitze, und hier ist irgendwie die Laterne auch irgendwie abgeknickt. Ja, Team Skull war hier. Ja, das sieht man. Also, ich würde mal sagen, den Schleichweg, den sehr deutlichen Schleichweg, haben wir schon gefunden. Da gehen wir gleich mal durch. So, zack. Ich bin vorbereitet, ja, mehr oder weniger. Mein Team ist ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Team Skull ist ja jetzt keine allzu große Herausforderung. War es noch nie für mich. Was geht's denn jetzt ab? Wie kommst du, Emil, auf einmal hier rein? Aber ist ja auch total whatever. Das wirst du nämlich jetzt gleich bereuen. Natürlich. Gleich zu Beginn des Parts erstmal eine Herausforderung mit Team Skull-Rüpeln. Team Skullrüpel fordert dich heraus. Okay. Ein Weberack? Dürfen wir hinkriegen. Ist jetzt nicht allzu kompliziert. Ich weiß, Feuerattacken bei Regen ist jetzt nicht ganz so gut, aber komm! Ein Weberack. Ich habe hier gerade was auf meinem Tisch umgehauen. Ja, passt zum Part. Ich würde gern in die Zeit vor dem Kampf zurückreisen und meinem damaligen Ich sagen, den Quatsch sein zu lassen. Zwergfürst gewinnt 1088 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Skullrüpel Nummer 1 hervor. Ja, wenn das so weitergeht, dann sind wir in 2 Minuten hier wieder raus. Und wäre ich doch bloß nicht so auf die Barrikaden gegangen. Jetzt hab ich den Salat. Wir sind auch ohne Barrikaden krass stark. Das kriegst du heimgezahlt, und zwar sofort. Auf jeden Fall krieg ich es heimgezahlt. Bitte versuch's. Team Skullrüpel. Ja. Aussprechen kann ich es auch nicht mehr. Das habe ich zu oft in den Mund genommen, dieses Wort. Team Skullrüpel. Will mein Hirn schon gar nicht mehr haben. Ja, Schleimer. Das kriegen wir auch noch hin. Der Schleimer. Knirscher. Okay. Das wird jetzt nicht so viel bringen. Dark Lariat. Okay, ja, das dürfte nicht sehr effektiv sein.
Oh, ich versuch's mal, weil es so episch aussieht. Okay. Hat aber etwas abgezogen. Effektiver als ich gedacht hätte. Noch einmal Nitro-Ladung und dann haben wir es auch schon. Siehst du, so schwer ist das gar nicht. Ich dachte ja. Team Skull ist jetzt kein Grund zur Sorge. Zack, einmal drauf und das hätten wir. Ein paar IP-Punkte. Nicht sonderlich viel, das ist ja Team Skull. Dafür bekommt man keine Erfahrungspunkte. Es ist keine Erfahrung, gegen Team Skull zu kämpfen. Aber gut, ein bisschen EP-Punkte haben wir auch dazu bekommen. Ich hab versagt, total versagt. Hier, nimm mein Geld, kannst du alles haben. Zwergfürst gewinnt 1088 Pokédollar. Wieso 88? Was soll ich mit 88 Pokédollar? Wieso diese Zahl? Weil es Team Skull ist oder was? Jetzt schalt aber mal den Gang zurück. Ohne Barrikade sind wir doch bloß Fassade. Ja, ihr seid sowieso Fassade. Ihr seid ein einziges Haufen Fassaden. Das sagt man bestimmt nicht so. Ja, aber. Leute, um Team Skull ist es bestimmt nicht schade. Fade ist es auch nicht um Team Skull. Oh, dieses Pokémon Center. Das ist definitiv eine Falle. Das schreit. Das Ding. Das ist eine Falle. Guck mal, da ist ein pinker Pfeil auf. Ja, gut, der Pfeil ist violett, aber. Da ist ein Pfeil auf die Tür gerichtet. Mit Sprühfarbe von Team Skull. Das ist ein Schlangen-Pokémon. Graffiti. Überall Graffiti hier von Team Skull. So. Alles zerstört, alles ramponiert, alles kaputt gemacht als Team Skull. Tja. Du, aber ich riskier's mal. Geh da trotzdem jetzt rein. Och, ich wusste es, dass das eine Falle ist. Und was soll es denn auch sonst sein? Hey, yo, was hast du hier zu suchen, Bro? Wir stehen hier im Dunkeln, haben nur Bock auf Munkeln. Nun Beats richtig derbe sind unser Gewerbe. Wir sollen Wache stehen, doch wollen nur auf das Däumchen drehen. Was willst du denn, Kampf? Ach komm, lass den Kampf. Papan! Jo, platz hier nicht rein, wie ein wildes Kleinstein. Wenn du meinst, dass Team Skull an nix denkt als Krawall, hast du leider einen Knall. Okay, so gut das auch gerappt sein sollte, Team Skull hat einen Knall. Und ist auf Krawall aus. Das war schlecht gereimt. Denn das ist nicht der Fall, doch. Das ist es. Wir wollen hier nur gesammelt und gechillt Staub sammeln. Hier im Pokémon Center herrscht Stromausfall. Und zwar permanenter. Komm, bring Licht ins Dunkel. Mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Wirf sie uns in den Rachen, um dein Team fit zu machen. Jetzt soll ich den Geld bezahlen. Wofür? Wegelagerung? Ich glaube nicht wirklich, dass die mein Team fit machen. Die klauen es mir vielleicht. Die klauen meine Pokémon und geben es mir nie wieder zurück. Jojo, ich zahle ja schon. Kein Bedarf.
Ich finde es spannend herauszufinden, was passiert, wenn ich ich zahle ja schon sage. Versuchen wir es mal. No risk, no fun. Ich weiß, wahrscheinlich verliere ich meine Pokémon, aber ja, wir können ja von vorne anfangen und den ganzen Part nochmal von vorne machen und die ganze Let's Play-Reihe von Part 1 bis Part 43 nochmal von vorne beginnen. Mache ich. Da habe ich jetzt einfach nur 10 Pokédollar bezahlt. Das ist aber ziemlich unspektakulär. Habe ich die auch noch finanziert? Habe ich jetzt Team Skull mitfinanziert? Ja, geil. Wow, krass, du lässt es krachen. Ich bist du fit wie keine halben Sachen. Die haben tatsächlich meine Pokémon geheilt. Sag doch, das ist ein Lappen. Geld ist unser Lebenselixier. Geld ist der Hit. Bis da alle kommen zu uns und mach dich wieder fett. Im Ernst? Hab einfach Geld bezahlt und die haben mein... Hab grad nachgeguckt. Sind alle noch da? Sind alle Pokémon... Was sind das für Flaschen? Und der liegt hier einfach auf dem Boden. Murmel, das riecht Rüppel. Zurück in deinen Ball. Okay, die sind offensichtlich alle irgendwie psychisch gestört. Schnell weg hier. Gut, jetzt haben wir Geld dafür ausgegeben, dass unser Team geheilt wurde. Und wurde es tatsächlich. Es klang nicht nur so. Aber gut. Ich geh mal durch. Das ist der nächste Herausforderer. Auf einem Auto. Wie ein richtiger Gangster. 1, 2, 3. Auf den Sonntag geb ich die der Hieb. 4, 5, 6. Mehr bring ich nicht. Ja, das ist wirklich der uncoolste Part irgendwie. Seit Ampulets Geburt. Los, Lea, die vierte. Ja. Ja. In Imantis. Ich sehe da nicht wirklich eine Herausforderung an Team Skull. Was soll daran bitte eine Herausforderung sein? Was ist der Sinn dahinter? Ich habe schon oft gesagt, Team Galaktik aus Pokémon Diamant oder Team Rocket aus Pokémon Hartgold oder andere Teams, die hat man wenigstens noch ernst nehmen können, aber Team Skull, was ist los mit dir? Dermaßen verweichlicht. Ich kann das gerade locker mit Lea besiegen. Das ist. Und Lea hat nicht mal ansatzweise irgendwie einen respektablen Schaden bekommen oder so. Das ist. Ich spazier hier einfach wirklich durch. Juwelenkraft, okay. Von mir aus Kratzfolie vergessen und Juwelenkraft erlangt. Muluk. Ach, Muluk hat er auch noch mit dabei. Das ist ein Selbst.
ein paar Monux. Will es ja nicht sagen, aber. Gut, ich sag's dann halt auch nicht. Juwelenkraft getestet, sah episch aus. Team Skull kann nix. Wirklich nix. So, das hätten wir auch abgehakt. Ja. Kommt. Mir ist so langweilig. Hat mal Werner einen Herausforderer, der mir irgendwie ein bisschen annähernd gerecht kommt. Treffen die Moves Hornbohrer und Guillotine eigentlich auch mal? Mir steht dieser riskante Kram hier bis hier. Aber jetzt gehe ich auf Nummer sicher runter. Okay, aber bitte nicht gegen mich. Ich habe genug Team Skull-Mitglieder, gegen die ich hier kämpfen muss. Zack, hier geht's rüber. Gut markiert. Ja, du wirst auch noch gegen mich kämpfen. Du, mein Reislaus. Das ist so wild. Meinst du, dass du kannst es ein wenig besänftigen? Ich habe gar nicht verstanden, was die da gerade geredet hat. Muss man gar nicht. Team Skull muss man nicht unbedingt zuhören. Sehen, wie lange das gedauert hat hier gerade. Ich spaziere hier einfach durch. Und der Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Dieser Part wird auf jeden Fall schon mal keine Überlänge haben. Das kann ich euch schon mal sagen. Vielleicht bin ich einfach zu naiv. Lerne erstmal Rechtschreibung. Lerne erstmal die deutsche Rechtschreibung. Und dann komm mal wieder. Aber woher soll ich denn auch wissen, wie weit ich von diesem Eve weg bin? Habe auch ein IQ von 20. Dieses Team ist cool. Dabei fällt es mir ein. Wo steckt eigentlich der Typ, der ständig was von Schädeln faselt? Slimer. Okay, der winkt hier irgendwem zu. Okay, dem dort hinter dem der Hecke. Der Kerl da sollte lieber Ausschau nach dem Eindringling halten, als mich anzustarren. Hallo, hier, hier. Hier, ich bin der Eindringling. Hallo. Hallo, kämpf gegen mich. Hier. Ich bin's. Kannst du mir mal das Wasser reichen? Ja, wie gesagt, Team Skull hat ein IQ von 20. Ich weiß, ich habe auch ein IQ von 60. Hier ein Bild. Aber Team Skull ist halt noch blöder als jeder existierende Mensch und jedes existierende Tier. Selbst mein Meerschweinchen ist intelligenter. Nichts gegen dich, Ella. Ich weiß, du bist ein ganz kluges Tier, aber die besitzen nicht mal die deutsche Sprache. Versteht ihr, was ich meine? Intelligenz heißt Sprache. Und die können sich scheinbar nicht wirklich artikulieren. Ich taug selbst als Rüpel nicht viel, aber hier habe ich wenigstens meinen Platz gefunden. Gut. Machen wir auch noch den Team Platz. Dass der Kampf so ausgehen würde, passend für jemanden wie mich. Ende aus. Ich gewinne wieder ein bisschen Geld.
Ich bin stinkenreich, wenn ich hier wieder rauskomme. Und was ist hier drin? Hat Bromley vielleicht keinen Zettring bekommen, weil er eh viel zu stark ist? So eine Art Handicap? Ganz bestimmt kein Handicap. Eindringenden wie dich serviere ich immer ein dreckiges Menü an Pokémon-Attacken. Na dann her damit. Wenn es mal was Spannendes ist, würde ich mich sehr freuen. Ich bin gerade ein bisschen gelangweilt. Ja, damit. Oh, ein Apollo. Das könnte sogar einigermaßen spannend werden. Ach, Level 35. Okay. Nicht der Rede wert. Oh, welche Angst. Spukball. Ich glaube, ich mach mir in die Hose. Nicht einen müden Gähner seid ihr wert. Puh, die Mahlzeit, die du mir da reingedrückt hast, war aber ganz schön schwer verdaulich. Zwangfest gewinnt 1120 Punkte-Dollar. Und geht siegreich aus diesem... Ach komm. Ich habe keinen Bock mehr, das zu sagen. Ist es nicht mehr wert. Mit dir wollte ich noch reden. Wir helfen Bromley dabei, der krasseste Trainer von Kiefer-Pokémon überhaupt zu werden. Deswegen krallen wir uns auch alle Insektium Z, die wir in Alola finden können. Von mir aus. Krallt euch alle Insektium Z, die ihr finden könnt. Und wenn es nur das wäre, würde ich euch sogar davon gehen lassen. Davon kommen lassen heißt das übrigens. So. Nichts los hier. Nur Team Skull-Typen. Kommt mir so leer vor das Haus. Oh, hier ist noch ein Item. Top-Beleber. Werde ich hier nicht benötigen. Der Licht wäre auf dem Bett. Tach. Kann man mit dir reden? Nicht? Na gut. Denn eben nicht. Noch eine Herausforderung. Ich penne gleich ein. Team Scrooge fordert sich raus. Och Mann. Es ist so ermüdend. Ich muss mal ein bisschen Spannung haben, deshalb setze ich mal die Z-Attacke ein. Ich weiß, es ist allemal nicht wert, aber ich stotter schon deswegen. Z-Kraft. Hyperdog Crusher. Oh, eine neue Z-Kraft. Bam, ab in den Ring. Ja. Wie war nochmal sein Name? John C. Ja. Team Skull wurde besiegt. Oh weia, jetzt muss unser Villa schon wieder dran glauben. Zwangfest gewinnt 1120 Puck-Dollar. Und ja, hat es dem Part wenigstens ein bisschen Beigeschmack gebracht, indem er die neue Set-Attacke gezeigt hat. Ja. Damit mal was passiert. Oha, ein Stück Papier. Eines der Losungsworte von Team Skull für diesen Monat lautet Prügler. Okay, das hätte ich mir denken können.
Also Streichler wird es bei Team Skull schon mal nicht sein. So, da waren wir schon. Und die Tür ist vollgestellt. Dann gehe ich mal da hoch. Alles randaliert, das komplette Schloss hier komplett ramoliert und abgerissen. Matschbombe. Wir finden aber hier ganz schön viele TMs und Items. Und wird uns alles hier zugeworfen. Okay. No way. Das ist doch mein Skulltränktop, das du da anhast, oder? Ich glaube, es hackt. Ach, deshalb riecht das Teil so komisch. Die Dinger sehen aber auch alle gleich aus. Wie soll man die denn auseinanderhalten? Das riecht überhaupt nicht komisch. Es duftet. Und zwar ganz hervorragend. Ja, aber wird aber wohl echt Zeit, dass wir unsere Klamotten mit Namen beschriften. Gar keine schlechte Idee. Vielleicht werden wir dann endlich mit unseren Namen gerufen und nicht einfach nur als Rüpel bezeichnet. Okay, ich will schnell hier wieder raus. Hey, du da! Du kannst uns doch einfach belauschen. Dafür gibt's gleich mal was auf den Deckel. Oh, eine Herausforderung. Pokémon-Kampf. Oh, wie schrecklich. Ich habe Angst. Linken kleinen Finger gekommen. Ja, können wir das vielleicht nochmal versuchen? Nein. Das ist jetzt aber echt peinlich. Ich werde wohl auf immer einfach ein Rüpel bleiben. Oder du gehst mal trainieren und trainierst deine Pokémon ein bisschen, damit sie mal ein bisschen kräftiger werden. Oder du fangst dir mal bessere Pokémon. Oder hörst einfach auf, Team Skull zu sein. Dann regelt sich das von selbst. Hat man mal irgendwann mal 6 Pokémon im Team und läuft nicht immer nur mit einem Pokémon rum. Wie blöd ist das denn eigentlich, mit einem Pokémon im Team rumzulaufen? Ja, ist doch so. Echt jetzt, wie arm ist das denn? Aber warte, das zahle ich dem sofort heim. Wir zwei tragen schließlich das gleiche Tanktop. Wir müssen sofort zusammenhalten. Von mir aus, hau rein. Kann ja sein, dass du wenigstens ein bisschen Spaß dabei hast. Boah, das ist mir zu blöd. Könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn ihr Spaß dran habt. Das muss ich auf das fremde Tanktop schieben. Der Geruch ist so einfach. Ja, in meinen eigenen Klamotten fühle ich mich viel wohler. Hätte ich die angehabt, hätte ich den Kampf nie im Leben verloren. Klar. Wenn du ein anderes T-Shirt angehabt hättest, hättest du das nicht verloren. Schieb's aufs Tanktop, schieb's aufs Tanktop. Nicht auf deine eigene Inkompetenz. Nein. Oh, ja, toll. Was geht? Was hast du? Ein Einladungsschreiben von Team Skull oder was willst du hier? Ja, quasi habe ich ein Einladungsschreiben von Team Skull. Mir wurde gesagt, ich soll hierher kommen und mal so einen scheiß Wiesel retten. Ihr lest euch selbst durch. Noch was zu sagen? Nee, danke. Oh, was? Noch ein Team Skull-Typ. Für ein Item? Gerne doch. Dieses Symbol kann ich auch nicht mehr sehen, diesen Part. Das ist. Team Skull-Rüpel fordert sich heraus. Das ist so traurig. Du findest das Item Eisen. Ach so, für ein Eisen habe ich das getan.
Dankeschön. Hey, du da. Du willst sicher eine Audienz bei Bromley. Da musst du erst die drei Losungswörter nennen. Okay, eins kenne ich. Okay, dann nennen wir mal jetzt mal Bromleys Lieblingsattacke für diesen Monat. Das ist natürlich Prügler. Okay, dann nennen wir jetzt mal Bromleys Lieblings-Pokémon für diesen Monat. Das ist vermutlich eine Reislaus. Gab's übrigens heute zum Mittagessen, Reis. Okay, dann nennen wir jetzt mal Bromleys Lieblingsgetränk für diesen Monat. Oh, das wird schon etwas schwieriger. Milch, Tee, Kakao. Ich glaube nicht, dass der... Ich würde mal sagen Kakao. Ist zwar geraten, aber gut. Die Losungswörter lauten deiner Meinung nach also Prügler, Reislaus, Eneko, Kakao. Bist du dir sicher? Die Lösungswörter sind leider total falsch. Und wer nicht frech ist, kann gleich heimgehen. Such doch nach meinetwegen das ganze Haus nach Bromley ab. Kannst, ob du, wenn du ihn hier treffen willst. Okay, ich brauche... So. Und Jens bei Bromley, ja. Das ist das Lieblings-Pokémon. Eneko Kakao. Bist du dir sicher? No way. Du kennst Bromleys vor ihm und antwortest dann noch trotzfrech mit No way. An dir ist echt ein prima Skull-Rüppel verloren gegangen. Okay. Für eine Audienz bei Bromley musst du nur übers Dach latschen. Das kannst du gar nicht verfehlen. Okay. Hier sind wir draußen im Regen. Im Monatsregen. Oh, Flachwitz. Den musste ich auch mal bringen. So. Ein Item auf dem Dach. Du findest das Item Fluchtseil. Fluchtseil wurde in der Itemstasche verstaut. Nicht nass werden. Okay, das sieht schon sehr nach Bromley aus. Ich würde mal sagen, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Im nächsten Part geht es weiter zu Bromley in Richtung. Lasst ein Abo da. Gehabt euch wohl. Haut wie immer Rinne. Bis zum nächsten Part hier im Team Skull Po. Das klingt jetzt falsch, aber ist irgendwie so. Also macht's gut. Bis zum nächsten Part. Bis dann.